Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von 3D Printing to You. Bei diesem Video handelt es sich um eine Produktplatzierung. Was das genau bedeutet, seht ihr in der Videobeschreibung. Wir haben von Gearbest den Tronxy X5 S400 zum Testen zugeschickt bekommen und zeigen euch in diesem Video den Aufbau. Der Rahmen des Tronxy besteht aus Aluprofilen, was ihn sehr verwindungssteif macht. Das beheizte Druckbett ist sehr groß und hat eine Größe von 400x400 mm. Eine PDF-Anleitung findet ihr auf der 8 GB großen MicroSD-Karte. Für den Aufbau solltet ihr 4 bis 6 Stunden einplanen. Um Fehler an der Elektronik auszuschließen, haben wir zunächst alle elektronischen Bauteile getestet. Dabei ist uns der Schalter am Netzteil positiv aufgefallen. Außerdem müsst ihr am Netzteil überprüfen, ob der Spannungsschalter auf der richtigen Position ist. Für Deutschland gelten 220 Volt. Bevor es mit dem Elektroniktest losgeht, haben wir alle Verbindungen noch einmal geprüft und die offenen Kabel gekrimmt. Wir haben die Stromzuleitung des Netzteils gekrimmt und die Zuleitung des Extruderlüfters am gleichen Anschluss befestigt. Die dünnen Kabel des Extruderlüfters haben wir zuvor mit einem Lötkolben verzinnt. Die Stromzuleitung vom Mainboard zum Heizbett haben wir ebenfalls gekrimmt und im Nachhinein auch die Stromleitung des Hotend mit Adern-Endhülsen ausgestattet. Nachdem alles verkabelt ist, können wir mit dem Testen der Elektronik beginnen. Dazu gehen wir auf Prepare und dann auf Auto Home. Da der Tronxy ein sogenannter Core XY Drucker ist, drehen beide Motoren gleichzeitig, um eine Bewegung in X oder Y durchzuführen. Nachdem ihr die Endstops für X und für Y betätigt, sollten beide Motoren stehen bleiben. Anschließend drückt ihr den Z-Endstop. Nun prüfen wir, wie angezeigt, ob die Düse und das Heizbett heizen. Es ist nicht zu empfehlen, Oberflächen mit einer Temperatur über 50 Grad Celsius anzufassen. Vorsicht, hier herrscht Verbrennungsgefahr. Die Düse heizt und auch das Druckbett erwärmt sich, welches im Bild links unter dem Tisch lag aufgrund seiner Größe. Der Extrudermotor kann erst ab einer Düsentemperatur von ca. 170 Grad bewegt und somit getestet werden. Dies ist eine Firmware-Einstellung und kann nicht verändert werden. Uns ist außerdem aufgefallen, dass wenn das Rädchen zu schnell gedreht wird, der Drucker abstürzt und sofort neu startet. Dieser Fehler ist im normalen Betrieb jedoch auszuschließen. Der Elektroniktest war erfolgreich und somit können wir den Zusammenbau starten. Beim Zusammenbau haben wir uns an der mitgelieferten Anleitung auf der MicroSD-Karte orientiert. Wir zeigen daher nur die wichtigsten Stellen, bei denen wir von der Anleitung abgewichen sind, und geben euch kleine Tipps, die euch den Aufbau erleichtern. Bei den Gummifüßen könnt ihr es euch zum Beispiel einfacher machen, indem ihr zuvor mit einem Schraubenzieher durch das Gummi stecht. Anschließend lassen sich die Schrauben leichter hineindrehen. Die Nutsteine drehen sich übrigens beim Zuschrauben meistens von allein um 90 Grad in der Nut. Wenn es einmal nicht klappt, dreht die Schraube noch einmal heraus und probiert es erneut. Der Halter für die Energiekette des Extruderkopfes ist aus Acryl und somit nicht besonders widerstandsfähig. Zieht hier die Schrauben also nicht allzu fest an, sonst passiert euch genau das hier. Wir haben das CAD-File des Halters in der Videobeschreibung verlinkt, somit könnt ihr es, falls ihr es benötigen solltet, ausdrucken. Zunächst haben wir den Halter noch einmal mit Kabelbinder fixiert und am Ende selbst ausgedruckt. Die zwei oberen Seitenelemente des Gehäuses dienen als Führungsschienen für den Extruder. Vergesst nicht, diese mit montierten Schlitten zu verbauen. Zunächst wird ein Seitenelement montiert, daran die X-Achse mit dem Extruder angebracht und anschließend das zweite Seitenelement eingefädelt und festgeschraubt. Beachtet bei der Montage des X- und des Y-Motors,
dass auf der linken Seite der Y-Motor und auf der rechten Seite der X-Motor angebracht werden. Eine detaillierte Abbildung sowie ein Video zur richtigen Befestigung der Zahnriemen findet ihr auf der MicroSD. Achtet darauf, dass genug Spannung auf den Riemen ist. Bevor wir die Z-Achse montiert haben, haben wir noch die Lagerhalter ausgerichtet. Diese waren bei uns schief. Um dabei nicht die originalen Wellen zu vermacken oder zu verbiegen, haben wir dazu einen 8mm Bohrer genommen und die Lager so axial ausgerichtet. Beachtet bei der Montage der Z-Achse zunächst den Steppermotor und anschließend die Z-Führungsstangen inklusive Schlitten zu montieren. Zum Abschluss wird die Gewindestange mit aufgestecktem Lager durch die Kupplung am Elektromotor befestigt. Achtet darauf, wie bereits in unserem Arnet A8 Aufbauvideo erwähnt, zwischen Motorachse und Gewindestange etwas Luft zu lassen. Das sich auf der Gewindestange befindende Lager wird am Ende an der Oberseite des Rahmens befestigt. Das Druckbett bietet sich an, zu zweit zu montieren oder etwas zum Unterlegen zu verwenden, da die Druckbetthalterungen von unten an der Z-Führung befestigt werden. Bei der Anbringung des Extrudermotors und des Filamenthalters haben wir uns bewusst nicht an die Anleitung gehalten und haben den Filamentrollenhalter sowie den Extrudermotor statt hinten rechts vorne rechts montiert. Da der Drucker sehr groß ist, ist es einfacher, das Filament vorne statt hinten zu wechseln und in den Extruder einzuführen. Eine Druckbettoberfläche sowie zugehörige Klammern zur Befestigung werden mitgeliefert. Das blaue Einfassprofil sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert und für eine ansprechende Optik.